Mein Name ist Ibrahim Kanica, ich bin 26 Jahre alt, ich bin vom Beruf her Lehrer und bin Vorsitzender der jungen Generation in der SPÖ Meidling und engagiere mich auch in der jungen SPÖ auf Wiener Ebene. Warum hast du dich für die Politik entschieden? Weil ich einfach an einer besseren Gesellschaft arbeiten will. Ich sehe das als Auftrag von uns jungen Leuten, dass wir versuchen, so gut es geht, in der Gesellschaft mitzugestalten und zu verbessern. Inwiefern verbessern? Was ist dein Ziel? Was möchtest du ändern? Ich bin politisch aktiv geworden, weil ich mitgestalten möchte. Ich möchte meine Stadt, meine Umgebung so gut es geht mitverändern. Vor allem junge Leute motivieren, sich einzusetzen, damit sie was gestalten in der Stadt. Und ich möchte mich einfach einsetzen für Familien und Kinder, die jetzt nicht so viel Geld haben, dass sie auch die gleichen Chancen haben wie andere Kinder aus Haushalten, die vielleicht reicher sind. Sei es in der Bildung, sei es in der Freizeitgestaltung, aber sei es auch später am Arbeitsmarkt. Warum hast du dich für die SPÖ entschieden? Warum nicht, würde ich sagen. Na, ich hab mir wirklich, bevor ich politisch aktiv geworden bin, habe ich mir alle Wahlprogramme angeschaut damals. Das war genau 2015, kurz vor der Wien-Wahl. Und ich habe halt anfangs hin und her überlegt zwischen Grün und der SPÖ. Aber vor allem der Einsatz für die sozial Schwächeren war in der SPÖ und ist in der SPÖ viel präsenter. Und das war halt der Grund, wieso ich mich für die SPÖ entschieden habe. Welche Wünsche hast du für die Zukunft von Wien und von Österreich? Dass Wien so leibend bleibt, wie es ist, und dass Wien so lebenswert bleibt und so weltoffen, wie ich es erlebt habe. Denkst du, und wenn ja, was glaubst du, welche Veränderungen würde die SPÖ brauchen? Ich glaube, wir müssen als Partei noch bunter werden. In Meidling ist uns das sehr gut gelungen. Natürlich, wir haben Verbesserungen und es wird seine Zeit brauchen. Und vor allem, dass junge Leute, die Durchlässigkeit nach oben, dass junge Leute auch mehr Chancen kriegen, in der Partei mitzugestalten. Also mehr mitzugestalten als vorher. Wie könnte man den Jugendlichen die Politik näher bringen oder interessanter machen? Indem man, ganz einfach, indem man sie raus aus solchen Sitzungszimmern, hinein in die Cafés, Shisha-Bars, in die Parks, in die Gasthäuser bringt und den Leuten zeigt, Politik ist real. Politik betrifft euch alle und Politik ist überall. Und nicht nur in irgendwelchen verschlossenen Türen, in irgendwelchen Bürogebäuden oder in irgendwelchen Parteizentralen. Es ist bekannt, dass sehr viele Muslime die SPÖ wählen. Was glaubst du, ist der Grund dafür, dass die Muslime sich nur für die SPÖ entscheiden? Ob jetzt mehrheitlich die Muslime die SPÖ wählen, das kann, also dazu fehlen mir die Daten, aber ich glaube, es ist der Einsatz vor allem für die sozial Schwächeren, es ist der Einsatz für Chancengleichheit, der den Menschen, also dass das ausschlaggebende Motiv ist, dass die Menschen die SPÖ wählen. Man kümmert sich halt um Chancengleichheit, egal wie man heißt, egal woher man kommt. Wichtig ist, dass alle die besten Chancen in der Stadt haben. Und ich glaube, das zeichnet die SPÖ aus und das tun die Leute auch wiedererkennen. Was bedeutet Wien für dich? Wien, Heimat. Das wollte ich hören. Was motiviert dich? Jeder Fall von sozialer Ungleichheit, jeder Fall von Diskriminierung ist ein Motiv mehr für mich. Jedes Interview vom Kurz oder vom Blümel, wo sie auf Wien versuchen draufzuhauen, das ist für mich eine Motivation, ein Ansporn, mehr zu laufen, mich politisch einzusetzen, damit mir den Leuten ein Gegenmodell, ein politisches Gegenmodell zu dieser reaktionär-konservativen Politik bieten können. Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen.